Einen wunderschönen guten Tag, liebe Jedi. Willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Warte mal, ohne Fratzencam. Ich fühle mich heute echt nicht so toll und sehe dementsprechend halt auch aus. Deswegen lassen wir das mal. Konzentrieren wir uns mal aufs Spiel und legen los. Jetzt können wir uns hier erstmal hier in Ruhe umschauen, was wir noch so hier haben. Hier haben wir eine Werkbank. Brauche ich gerade nicht. Hier können wir rein. Bleibt wachsam. Wenn jemand herkommt, erledigt ihn. Feinde! Moin, ich bin's. Hier ist einer! Hinterher, Kerl! Ich schieß dich um! Steh still! Nicht mit mir! Lustig! Lustig! Greif mich noch mal! Was ist das? Du hast mich verfehlt! Sie hätten sich uns nicht in den Weg stellen sollen. Weiter nach oben, ja? Sehe ich genauso. Ja. Was ist mit dem... Da! Ich habe nie an dir gezweifelt. Geh weiter. Ich sehe mich um und sorge dafür, dass wir keine Überraschungen erleben. Sei vorsichtig. Achso, er kommt dann später erst zurück. Aber wir können ja durch die grünen Türen jetzt durch, ne? Stimmt, habe ich ganz vergessen. Okay, dann let's go. Ach Gott. Da! Ah, was passiert? Na komm. Hallo. Hallo. Okay, was haben wir hier denn? Da kann ich rüber. Hm. Bisschen komplizierter, glaube ich. Ja, Mist. Sollte mich mal heilen. Lass mir einen Stim her, Kumpel. Mir fehlt irgendwas, um auf die andere Seite zu kommen. Oder muss ich das mit einem Boost in der Luft machen? Okay, ich glaube, ich verstehe es, was von mir verlangt wird. Ja, so. Hier muss ich warten, bis der Strom... Okay, jetzt. Jawohl. Funktioniert bisher eigentlich ganz gut. Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch. Fast wie in alten Zeiten. Naja, ich meine. Wo wollen die denn hin? Anders kommen wir wohl auch nicht weiter, Kerl. Aber wir können froh sein, dass das Ding nicht komplett auseinanderfällt. So, das sieht nach einem Shortcut aus. Yes. So, da steht wer. Wow. Kapituliert! Gib auf! Organische! Neuer Gegnertyp, Magna-Waffe. Magna-Waffe, genau. Magna-Wache. Aber er war uns mit unseren Niedekräften nicht gewachsen. Gut, die Tür geht nicht auf. Dann ist das hier unser Weg.
Gut, dann... Let's go! Das sieht immer echt so knapp aus, wenn man springt und denkt sich so, ah, schaffe ich das noch darüber? I don't know. Aber dieser Airdash funktioniert doch echt viel besser, als ich dachte. Also... was die Reichweite angeht. Komm schon ein gutes Stück weiter. Oh, wo jetzt? Auf die Plattform wahrscheinlich, ne? Hab ich das? Das sieht echt ein bisschen weit aus, aber ne, hab ich geschafft. Okay. Damit könnten sie einen ganzen Planeten erobern. Boah, ach so. Alter, guck mal, wie viel hier noch rumsteht, ne? Kacke. Okay. Was haben die bloß vor? Wir haben Bericht über Feinde in diesem Bereich. Wir werden angegriffen. Ja. Kommt bereit. Haltet den Bereich abgeriegelt. Was immer Ravis vorhat, es hat unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. An jedem anderen Tag wäre ein Diebstahl von diesen dummen Prospektoren bedeutungslos. Aber jetzt haben sie Unterstützung im Kampf. Ich kann hören, wie sie herumschwirren. Oh, das klingt nicht gut. Bleibt wachsam, Waffen bereit. Wir sind die Bedlam Raiders. Niemand bricht ungeschoren in unsere Basis ein. Du! Doch, ich breche ein in eure Basis. Das Lichtschwert ist mächtig. Eröffne Blasterfeuer! Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Ah, toll. So viel zum Thema unentdeckt bleiben, ne? Aber sie konnten noch keine Verstärkung rufen. Ich habe alle erledigt. Guck mal, da unten sind noch mehr Panzer und anderweitige Dingerchen. So, so wie es aussieht, müssen wir hier durch. Was ist denn das hier für ein Weg? Gucken wir uns erstmal die Kiste. Was haben wir denn hier? Vollstrecker, Lauf. Das ist ein Shortcut, Abkürzung. Gut. Ja. Sieht doch so aus, als müsste ich dann hier durch. Dadurch diese Tür hier. Oh boy. Warum ist diese Tür zu? Versperrt. Oder verklemmt. Oder sonst was. Sie geht nicht auf. Auf der anderen Seite ist ein Eindringling. Mach sie sofort auf. Sie klemmt. Sie klemmt. Oder ich mache aus dir Ersatzteile. Oh, das ist schlecht. Oh Gott. Kann ich da nicht durch? Ich werde nochmal zurück zum Meditationspunkt gehen. Um meine Energie wieder aufzuladen. Ich habe zwar einen Punkt, aber ich warte noch, bis ich einen zweiten Punkt habe, damit ich mir noch eine andere Fähigkeit leisten kann. Einbahnstraße. Na, sieht so aus. Was ist hier denn? Das geht nicht. Hä? Hab ich doch was gesehen? Ach, bin ich da nicht irgendwie lang geklettert? Ich weiß grad nicht. Nö, hier ist gar nichts. Was ich mich jetzt halt frage ist, wie geht's hier weiter? Muss ich hier hoch? Weil irgendwie kam ich nicht durch diese Tür hier. Aber eigentlich komme ich ja durch grüne Türen durch.
Irgendwas stimmt da nicht. Ich versuch's gerade nochmal. Ja doch, jetzt hat's geklappt. Verschwinde! Wie? Ich das sind ganz schön viele. Du bist der Reine. Ich werde noch nicht sterben. Fuck. Ich werde mich erstmal um ihn hier kümmern. Alter. Feuere eine Rakete ab. Feuere eine Rakete ab. Daneben. Ich bin okay. Das kannst du doch besser. In der Luft. Spüre unsere Stärke. Nimm das. Stirb, Jedi. Hierher, Kumpel. Nochmal versuchen. Ich gebe niemals auf. Ich werde nicht nachgeben. Eindringling. Das muss Baut sein. Komm, weiter. Okay, die waren schon relativ anstrengend, die drei hier. Gannon. Hey, BD, hilfst du mir mal? Oh, nö. Ach, da ist er doch. Hol ihn dir! Du kannst mir auch gerne helfen. Gut, dass du noch in einem Stück bist. Momentchen mal. Ich will hier noch was versuchen, da ist was. Ah. Nicht schlecht. So, ein Priorit. Priorit hat Priorität. So, lass mich raten. Das ist jetzt der Shortcut zum Meditationspunkt. Jawohl. Diese Tür hier, die geht nicht auf. Dann sind wir ja fast schon... Du bist sicher froh, dass Marin sich der Crew angeschlossen hat. Da sind wir fast schon im Inneren. Es freut mich, dass sie uns helfen will, Tenalor zu finden. Moment. Hörst du das? Zerstörer-Droiden! Oh, nö. Schilde! Ja, Schilde. Ist uns auch nicht, wir müssen näher ran. Wohl alle. Ich kenne mir auch noch aus Star Wars Episode 1. Meister während der Klonkriege gegen Droidikas gekämpft. Ich bin erstarrt. Er musste sie ausschalten. Ich wette, er wäre stolz. Das hoffe ich. Ich muss gerade an die Szene denken, aus Episode 1. Wo bleiben die Droidikas? Wo sie dann in dem großen Schiff sitzen, die Anführer der Separatisten. Ja, Episode 1 hatte schon so seinen gewissen Charme. Wir machen das gemeinsam. Auch wenn Jar Jar Binks jetzt nicht unbedingt der beste Charakter war, aber Qui-Gon und Obi-Wan, so als Team, das war schon ziemlich geil. Rekalibrierung läuft. Reiche möglicher Bedrohung aus. Bist verbunden. Bereit einen Schuss vor! Hier drüben! Bin dem Feind ausgewichen. Ist denn der jetzt hier so anstrengend? Wer möchte? Du weißt, dass sie nicht nur dabei ist, um Tenalor zu finden, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie du meinst, Kerl. Wir müssen das hier benutzen. So, was haben wir denn hier? Gute Arbeit, BD. Gehen wir da durch? Ja. Okay, sehen wir mal nach, was wir hier haben. Ein Turbolift. Ist da drin der, von dem ich denke, dass das ist? Das muss ich mir genauer ansehen. Ja, das ist sie. Wo fährt er hin? Zum Kontrollturm. Dann ist das unser Ziel. Ich sehe ein Problem. Da unten. Droiden. Wir haben schon Schlimmeres gesehen.
Sieh dir diese GAPs an. Ich habe einen Plan. Nun, ich mache etwas Lärm, locke sie weg. Du schleichst vorbei. Wir treffen uns wieder beim Turbolift. Was denkst du? Das ist riskant. Riskant haben wir längst hinter uns gelassen. Viel Glück. Dir auch. Könnte ein Selbstmordakt sein, möglicherweise. Das sehen wir dann. Das sind aber echt viele Droiden. Das könnte ziemlich tödlich für uns ausgehen. Gucken wir mal. Das Schiff kann nicht fliegen, aber an Bord befindet sich ein Hangar voller Fahrzeuge. Eine Armee, die uns gehört. Bereit, diesen Planeten nach meinem verschollenen Meister zu durchkämmen. Guck mal, die verladen auch schon irgendwas. Oh boy, das könnte richtig schlimm werden. Eieiei. Ah! Diese zwei Tore habe ich vorhin gesehen. Von unten halt. Hier kommen wir nicht weiter, das heißt, wir müssen hier durch. Okay, dann let's go. Wenn es soweit ist, gebe ich Signal. Was für ein Signal? Vertrau mir, es wird dir nicht entgehen. Okay, und jetzt? Stehe ich hier? Ziehen wir hier weiter? Da unten ist was. Seht ihr das? Ich muss nochmal zurück, glaube ich. Komm ich zurück? Kann ich zurück? Habe ich das? Ja, okay, nee, da gehe ich drauf. Hier, aber das muss ich mir noch schnappen da unten. Hier muss ich auf so einem Waggon drauf. Geht das? Ah ja. Gott. Jawohl, ja. Okay, das haben wir geschafft. So, wo bin ich denn jetzt? Ah, eine Plattform. Einmal nach unten, bitte. Okay, ein weiterer Meditationspunkt. Halten wir einen Moment an. Das ist ein neuer. Perfekt. Kann ich mich nochmal ausruhen und kann nochmal gucken. Fähigkeiten, jetzt haben wir nämlich 2 Punkte. Vielleicht kann ich mir etwas Höheres leisten. Weil maximales Leben habe ich bereits. Fokussierter Blick, halte B, um automatisch Nahkampfangriffen auszuweichen. BD1 füllt einen Teil der Machtanzeige mit seinem Stimbehälter auf. Das ist natürlich auch ein sehr geiler Skill, weil dann, wenn ich mich heile, kriege ich auch noch Macht zurück. Lichtschwert. Einschwert können wir vielleicht auch nochmal gucken. Ich spiele gerade mit dem Einschwert-Style. Drücke Y in der Luft, um mein Ziel unter dir anzugreifen. Ausfallender Schlag reicht jetzt weiter. Halte X nach einem normalen Angriff, um einen mächtigen Schwung über den Kopf auszuführen. Und das aus. Das ist eine geile Attacke. Ich glaube, die nehme ich. Sturmhieb. Alles klar. Wer weiß, wie man Aufsehen erregt. Das hat er definitiv. Das sind aber alle in der Alarmbereitschaft. Gut. Bald werdet ihr einem neuen Meister dienen. Gut, Anakin, gut. Verriegelt. Bald werdet ihr einem neuen Meister dienen. Den Satz kenne ich auch irgendwo her. War das Darth Sidious? Wer das gesagt hat? Ich weiß gerade nicht mehr.
Der hat sich ja blöd in eine Ecke reinmanövriert. Hm. Schlecht für ihn. Didi! Wie? Didi! Oh no. Haben wir irgendwelche leeren Behälter? Oh nein, das auch noch. Können wir das Ding irgendwie abschalten? Der tötet mich halt. Oh, scheiße. Betrüger! Das ist ja Betrüger. Nimm das! Aua. Elegant! Was du tust, ist illegal. Geh schnell weg hier. Wow! Ich will das haben. No! Wie krieg ich das? Oh shit! Na, großartig. Ich mach das. Okay, das wär's für die. Na, verdammt. Hier bin ich in Sicherheit. Was ist das Ding, sie? Ich hab's eben gesehen. Ist weg. Na. Gott. Das ist die reinste Todesfalle. Hier ist noch jemand. Und nun, um meine Arbeit zu testen, Droide, töte ihn. Roger, Roger. Oh! Das ist ein Shortcut. Wo bleibt deine Stärke? Wow! Ein Jedi! Hilfe, BD! Ziemlich schnell! Ich halte dagegen! So gefällt das Blatt! Gib dein Bestes! Er ist getroffen! Kotzes, Hilfe! Er ist flink! Ich gebe niemals auf! Wow! Verschwinde! Das... Sehr gut. Bedlam-Schläge. Der war hartnäckig as fuck. Da ist der Kern. Wir sind nah drin. So, hier können wir noch eine Tür öffnen. Kumpel. War ich hier nicht eben schon? Sieht aus, als müsste ich da irgendwie langsliden. Aber was dann? Oh Gott! Hilf mir bitte! Hä? Ich verstehe gerade nicht, wie das funktionieren soll. Geht mir irgendwas? Okay, ein bisschen unbeholfen, aber es hat geklappt. Alter, was? Das war eine wilde Fahrt. Okay, was machen wir jetzt? Da! Ja. Hey, sieh dir das an. Kannst du sie irgendwie hochziehen? Ich habe eine Idee. Nicht schlecht. Okay, wo sind wir denn jetzt? Was sind das für Gebäude? Der Fachbegriff lautet Jurten. Wohnquartiere. Hab sie auf Merrick 9 gesehen. So viele Jurten wie nirgends sonst. Wohnquartiere? Dann sind wir ja mittendrin. Jurten. Macht euch alle für den Edi bereit. Kürzung freigeschaltet? Wo bin ich denn jetzt? Weiß es nicht. Aber hier war ich, glaube ich.
Okay, dann gucken wir mal. Jurtenkaserne. Was haben wir denn hier? Hallo. Feinde in der Nähe. Ich gebe dir Deckung, Kerl. Sie sind hinter dir her. Stimmt, Machtkontrolle. Gegner mit der Macht zu kontrollieren. Sie sind nicht autorisiert. Stimmt, Maschinen gehen nicht. Das Feuer. Feuere eine Rakete ab. Feuere eine Rakete. Eine gespaltene Persönlichkeit ist er. Ja, bei diesen Idioten gibt es nichts zu sammeln irgendwie. Schade. Gut, die geht nicht auf. Da sind noch ein paar Gegner. Jawohl! Bam! Alles hier ist wert gewesen sein. Ich werde mit Freude einem Jäger. Und sind noch mehr. Ich gucke mich noch mal kurz hier um, bevor ich runtergehe. Hier ist garantiert noch irgendwas hier. Wir brauchen Platz zum Leben. Häuser. Häuser? Sicher. Warst du nie auf Marek 9? Lage ist alles. Okay, hier. Ah, guck mal, BD hat noch was zum Scannen. Hast du was entdeckt? Die Raiders haben es sich jetzt hier LM Raider. Jurte. Hier können wir noch durch, wie es aussieht. Oh. Was? Richtig Dark Souls-mäßig haben sie ihn einfach hinter einer Ecke platziert. Richtig frech. Was ist denn hier? Da kann ich hoch. Guck mal. Was haben wir denn da auf der anderen Seite? Ist was? Und hier. Gut. Zack. Wirf sie weg! Ravis will nur Intakte! Moment, gib mir das! Und da haben wir noch eine Kiste, fantastisch. Griff, Vollstrecke. Können wir auf das Haus drauf? Wie das? Ja, geil. Mega cool, dann können wir nämlich auch hier in die Hütte rein. Wir haben einen Kampf. Moin. Lightning, lauf! Netterfund. Und Klumpenpriorit. Guck mal, was wir da drin haben. Aber von hier aus komme ich leider nicht da rein. Irgendwie einen anderen Weg geben, von der Seite aus. Da reinkomme, weiß ich immer noch nicht. Okay, hier haben wir alles. Dann können wir wieder hier runter. Dann gucken wir mal, vielleicht finden wir einen Weg da hoch zu dem Gegner. Dem Item, was der bewacht. Hab einige Gegner gesehen. Einige Gegner gesichtet. Ja. Tötet ihn! Ziel ist in der Luft! Hol mir das Ziel! Wie ist das? Wie die Kass auch noch. Hilfe! Nimm das! Du Abschaum! Los, zeig's ihm! Dein Blut, meine Freiheit! Es gab nie ein... Ich bin gut, BD! Mach dich nicht auf!
Kopf hält. Druidikas. Ich werde nicht sterben. Sonst noch was? Das ist... Sie haben sich für die falsche Seite entschieden. Sobald das hier vorbei ist, können Cutter und ich endlich ausruhen. Irgendwo, wo es ruhig und friedlich ist. So wie früher. Na, das wäre doch wünschenswert. Eine Tür, durch die ich nicht durchkomme, verdammt. Hier gibt es einige Sachen, die halt mit diesem roten Kreis markiert sind. Frag mich, wann ich diese Dinger endlich mal öffnen kann. Das ist so das Einzige, was ich noch nicht weiß, wie ich da vorankommen soll. Ich will noch mal kurz was gucken. Was ist hier? Hier noch irgendwie weiter? Da unten? Da ist doch garantiert was, oder? Hier zwar. Nee, ich glaube, da unten ist nichts. Gut, trotzdem mal. Doch, da drüben. Guter Fund. Ein weiterer Klumpen Priorit. Nice. So, zack. Okay, das ist der Weg wieder zurück. Und hier geht's weiter. Kannst du das runterwerfen? So gut wie erledigt. Danke, Mann. Jetzt ist keine Zeit zum Trödeln, Kerl. Aktivieren. Das ist auch ein Shortcut. Perfekt. Oh, Scheiße. Was denn jetzt noch? Mehr Druiden. Keine Gnade. Stücke Druiden, lass nichts an. Sie müssen sterben. Ziel gesichtet. Ziel zu weit außen. Das ist gar nicht. Dein Ziel, Kestel. Nicht heute. Ich werde nicht daneben schießen. Oh, das hat gesessen. Hilf mir, hier! Ich gebe niemals auf. Brauchst du Hilfe? Ja. Seid ihr zwei okay? Hey, Kopel, still! Was? Wie weicht man dem Angriff aus? So, ne? Boah, ja, das war knapp. Guck dir schon meine Lebensenergie an. Die mögen uns nicht. Heat, Mann. Okay, aufmache. Was glaubst du, wie diese anderen Kompasse verschwunden sind? Ich wette, dass Santari Cree dafür verantwortlich ist. Ohne Witz. Wenn sie zu dem Bagdad-Tank geschickt hat, steckt vielleicht mehr hinter dieser Geschichte. Es kann gut möglich sein, aber bisher haben wir noch keine Beweise, ob dem so ist. Das können wir nicht hacken. What? Gut. Ich glaube, bevor ich weitergehe, sollte ich nochmal zum Meditationspunkt zurück. Ansonsten bin ich relativ schnell tot. Ich denke mal, dass dieser Kampf vielleicht einmalig war. Weiß es aber nicht. Aber dann habe ich zumindest wieder volle Heilung. Wo war denn der Meditationspunkt nochmal?
ich zwar einen Weg zurück, aber... Ich weiß es gerade nicht. Nee, da waren die Hütten. Ja, vielleicht ist ja noch einer auf dem Weg. Gehen wir noch mal ein paar Schritte weiter, vielleicht finden wir noch einen Meditationspunkt. Vielleicht habe ich ja Glück. Ansonsten muss ich gucken, dass ich die Files perfekt hinbekomme. Da haben wir noch eine Cutscene, die können wir uns noch ansehen. Wir retten also sie, hauen ab, finden Tennelor und dann... Was? Ich plane nur von Tag zu Tag. Vielleicht irgendwas mit Marin? Ah, sie hat ihren Weg, ich hab meinen. Ja, ich weiß, Jedi wollen sich nicht binden, aber... Das ist wahr. Vergiss nur nicht, wer du wirklich bist. Ja, und was meinst du damit? Vertrau auf dein Herz. Die Lage da draußen wird nur schlimmer. Das Leben ist wertvoll. Und das Glück auch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es ist so einfach. Wenn du eine Zukunft mit Marin siehst, akzeptier sie. Versteh's nicht. Ich kann nicht einfach... Boot. Hey, Klappergestelle. Hier drüben. Noch ein Stück. Perfekt. Danke. Ich suche einen anderen Weg. Du findest den Droiden. Und bleib am Leben. Sag das doch einfach. Der Lebensenergie wird das nicht besonders einfach. Zumindest, bis ich einen Meditationspunkt finde und ich mich ausruhen kann. Das ist nicht besonders einladend. Nee, und dunkel ist es auch noch. Das klingt alles gar nicht gut. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr, Kumpel. Droiden aus der Waldanlage? Was hat das nur zu bedeuten? Was suchen wir hier? Oh. Okay. Also nicht in diese Richtung. Das ist eine Falle. Und da runter. Okay, das ist jetzt gerade super creepy. Dagon wird sie zerstören, um zu bekommen, was er will. Er ist besessen. Wir hätten sie nicht am Außenposten zurücklassen sollen. Wir müssen sie zurückholen. Konnte er keine Ahnung, dass er auf sie aufmerksam wird. Hatte sie eine Art Peilsender an sich? Woher wusste sie, also woher wusste er, wo sie zu finden ist? Also der Droide, sie. Oh oh. Ach komm schon. Du bist mutig. Da ist er. Was willst du damit? Das ist Deckens Befehl. Das ist für mich. Backe, was denn jetzt noch? Ja, wir können ja einfach runtersliden. Ich habe schon gedacht, der tötet uns gleich.
Gott. Oh Gott, ich bin gleich tot. Hilfe! Scheiße, was jetzt? Ein Flashback. Bekomme ich jetzt eine neue Fähigkeit? Bitte, bitte, bitte. Bitte nicht drauf gehen. Hello there. Das war clever. Manchmal liegt die Lösung eines Problems in der Sichtweise. Betrachte die Situation immer aus verschiedenen Winkeln. R, B und A. Ach, jetzt kann ich die Dinger zerstören, oder was? Na, endlich. Du gibst mir immer eine neue Perspektive, was hier? Jetzt kann ich die Macht nutzen, um diese Dinger zu zerstören und Türen zu öffnen. Jetzt haben wir die Fähigkeit endlich erhalten. Wahnsinn, und das ist ein Meditationspunkt. Perfekt. Gut, liebe Freunde, dann war es also erstmal von dieser Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir machen das nächste Mal hier am Meditationspunkt weiter. Ich werde mir jetzt erstmal meine Energie wieder zurückholen, beziehungsweise meine Heilung aufladen. Und dann, müssen wir weiter ins Innere vordringen. Und wir haben ja gerade, ich vergesse leider seinen Namen und den der anderen Charaktere auch, einfach weil sie so ein bisschen nicht da sind. Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall, der, gegen den wir gerade noch so ein bisschen gekämpft haben, das wird wahrscheinlich der Boss sein, denke ich mal, dieses Bereichs. Und er hat uns etwas abgenommen, was wir wieder haben möchten. Deswegen wird es wahrscheinlich auf den Kampf hinauslaufen. Ob wir den in der nächsten Folge sehen, das bleibt noch abzuwarten. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Star Wars Jedi Survivor.